So, wie ihr gerade hört hier, es ist gerade Face It London am Start, das neue Major. Ich habe schon ein paar Games angeschaut, aber bis jetzt erstmal muten. Es gibt ja eine neue Collection. Inferno und Nuke war es, glaube ich, die neuen. Skins, ja, durchwachsen. Irgendwie jetzt nicht ganz so krass, aber ja. MP7 Fade könnte ganz cool aussehen, wenn sie richtig Fade aussieht, aber die meisten Fade-Gegenstände sehen einfach kacke aus. Ich habe jetzt mal ein paar gekauft, hier auch noch Overpass für die Masterpiece, dann öffnen wir die jetzt einfach mal. Vielleicht haben wir da ja mal ein bisschen Glück. Ja, natürlich. Die gut abgesägte Schrotflinte. Overpass. Nein, keine Masterpiece. MP9. Eine haben wir noch. Ja, MP9. Hellraiser, okay. So, dann haben wir noch Nuke und Inferno. Dann machen wir mal zuerst die Inferno auf. Das sind jetzt die neuen Skins. Gucken wir mal, was wir so rauskriegen. Die MP5, ich weiß gar nicht, ist die jetzt aktuell schon drin oder... Bei den neuen Skins kannst du halt echt Glück haben und dass die noch echt einiges wert sind. Die mit Sicherheit nicht. Alles Schöne geht vorbei und wir kriegen den Rotz, wie wir es gewöhnt sind. Jetzt haben wir noch 4 Nuke, die ballern wir auch noch kurz auf. Vielleicht lacken hier ja mal rein. Nein, UMP. Die sieht halt auch nicht mal gut aus. Also es sind echt so, weiß ich nicht, so Kackskins. Okay, die könnte was wert sein. So als blauer Gegenstand. Aber ganz ehrlich, wie sieht die aus? Ich meine, okay, die sieht ganz cool aus. Ich bin sogar gewillt, die sogar zu spielen. Minimal Wear. Die könnte sogar echt was wert sein. Wir werden gleich nochmal schauen, was die wert ist. Müll-UMP. Die letzte Kiste. Jetzt vielleicht noch die M4 rausballern oder so. Aber die MP5 wäre natürlich nice gewesen. Nein, so eine kümmerliche Shotgun. Jetzt gucken wir mal hier, was die auf den Markt bringt. Holy shit. 53 Euro. Ja. Kann man mal machen. 53 Euro ist sie wert. Nice. Wobei ich echt sagen muss, jetzt auf den zweiten Blick so, die ist schon nice. Aber für 53 Euro will ich die halt auch nicht behalten. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Preise sich da entwickeln werden. Aber bei der könnte es natürlich auch sein, dass die ein bisschen steigt. Also die sieht schon echt nice aus, muss ich jetzt sagen. Auf den zweiten Blick, das hier. Naja, ist halt übel kimmlich, auch so die Sticker und alles. Was ist, bringt der? Im Community-Markt verkaufen. Ja, 47 Cent für die Tonne. Jo. Ich muss mich gerade mal berichtigen, ich habe gerade nämlich nochmal geschaut. Das Ding ist 200 Euro auf dem Steam-Markt derzeit. Also ich werde die auf jeden Fall verkaufen. Für 200 Euro werde ich die definitiv nicht behalten. Somit war das Ganze mehr als worth it. Das erste Mal, dass ich sage, okay, ich öffne ein paar und es ist echt worth it. Ich werde jetzt direkt auf den Markt reinknallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt natürlich einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.